machen da wieder Insert. Aus dem Grund sind die, sag mal, die Leitungen sind jetzt gefestigt mit der Flüssigkeit. Das heißt, ich kann jetzt nicht durch irgendwelchen Unsinn da Wasser reinkriegen. Meiner Seite aus. Ich kenne meinen Unsinn. Das kann schnell passieren. Aber heute nicht. So. Was haben wir denn? Was haben wir denn in der Decke hier? Gar nichts. Könnte ich sagen eigentlich? Pack mal. Das Zeug da, Pull. Das Out. Schmeiß mal nämlich hier in die Kiste rein. Ja, nicht dahin. Sondern da. Ja, Decke ist auf jeden Fall genug da. Da haben wir noch genug Platz. Insert 1 Chicken Sandwich. Schon wieder Bock, ein Chicken Sandwich zu bauen. Und wir bauen jetzt erstmal noch die Dinger. Und die. Wobei ich sagen würde, wir probieren es mal aus. Filter mal bitte. Da guck ich. Das. Da ist ein Sandwich. Das zweite Chicken. Chicken Sandwich ist da nice. Chicken Sandwich for the win. Ist aber auch lecker. Top. Jetzt können wir noch sagen. Ja, machen wir jetzt erstmal. Wir müssen eventuell Cover hin. Weil das auch egal ist. So, wir machen, lassen die. Ich lasse die beiden offen. Dass ich noch dran kann. Oder. Moment. 1, 2. Jetzt mache ich kurz den Conduit. Jetzt kurz noch die Mayonnaise, dass ich die da wegbekomme. Wir machen einfach hier so ein paar Türchen vor. Conduitbeutel. Nee. Wo ist denn der? Da ist der Hammer. Was haben wir denn noch? Nee. Mag ich nicht. Ah, komm, dann lassen wir es so. Können wir immer noch schön zugreifen. Ja, die werden jetzt groß. Lassen Eier ploppen. Die Eier da rein. Rausdrücken. Der Grinder macht den Rest. Dann sollte es vielleicht klappen, dass wir vielleicht nicht nur eins Chicken Sandwich bekommen. Jetzt haben wir es. Der ist schon. Der ist geklärt, ne? Ja. Haben wir. Ich hab sogar. Ich hab Item Pipes mit, okay. Wusste ich nicht. Ist ja auch egal. Jetzt brauchen wir noch das Brot. Ich hab's ploppen gehört. Die Frage. Macht das auch? Vier Eier. Moment. Vielleicht. Hab ich noch keine Pipes mehr, ne? Mistbaubeutel doch. Die habe ich auf jeden Fall. Da. Einmal, zack.
glaube, das geht nicht, weil die Chest zu ist. Das Items Inventory Puls. Das erste Ei. Okay, die ersten beiden Eier gehen durch. Kommt jetzt hier ins rein. Und geht das Hauptziel jetzt hin? Mayo, Mayo, Mayo. Aber keine. Hier müssten wir auch welche dahin tun. Wo geht denn da keiner rein? Ist ein bisschen blöd. Waren die nur von oben? Warum geht denn da keiner rein? Oh Mann, das hätte so schön klappen können. Na gut, dann. Oh, das war knapp. Machen wir das anders. Dann nehmen wir einfach Item Pipes. Machen die einfach da hin. Einmal da. Insert. Und insert. Ach so, ja, warum der das jetzt connected, ist ein bisschen blöd. Ah, ich habe gerade mich erschrocken. Irgendwas könnte hier nicht passen. So, wir müssen jetzt die Blöcke. Die Blöcke. Jetzt erstmal standardmäßig zu machen. Da oben machen wir nichts zwischen, das brauchen wir nicht. So. Ich habe immer nur noch ein Sandwich, weil mir das Brot fehlt. Kommt aber gleich. Brot. Und die Item Pipes. Bis jetzt noch einmal in den Abgrund hier. Und zwar. Ich glaube, ich kann in die Ecke rein. Denn da kommt nämlich, glaube ich, das Weizen her. Ich hole mir gleich noch eine Schelle von diesem Spiel. Danke. Weizen, 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 Weizen. Schauen wir, ob es klappt. Möchte es hoffen, dann wäre es einfacher. Wir sagen, wir brauchen einfach nur Brot. So. Brot. Insert. Ist der voll? Ja, was kommt denn da sonst rein? Das sind die Samen. Aber müsste da Weizen ankommen oder nicht? Ja. Hab ich irgendwo ein Kabel vergessen. Einmal noch im Keller. Kann manchmal passieren. Nee.
Oder kann es sein, weil er noch was braucht first? Nichtsdestotrotz, das muss jetzt irgendwo rein. Blöd platziert. So. So. Und dann einfach schnell drin, bevor es jemand sieht. Weg. Danke. Extract. Brot ist drin, eins. Top. Jetzt fehlt nur noch Chicken. Chicken, Chicken. Und Weizen. Mit Priorität 1 funktioniert es immer. Aber rein, bumm. Der pumpt sich jetzt voll jetzt, ne? Ja, das erste Sandwich dreht sich noch fleißig noch alleine. Wir laufen noch der Gesetze gleich ein zweites zu. Nee, das ist die Glowstone-Variante. Das ist die Marble. Wir haben jetzt hier noch die Dinger davor. Die brauche ich gar nicht. Kann ich einfach Marble vorziehen. Forzen. Marble forzen. So. Oh ne, du wolltest. Wenn du mal so richtig. Piep. Ich wäre froh, wenn das alles in Ruhe klappt. Da hätten wir eine Sache von der To-Do-Liste abgeschafft, und zwar die der Hühnerstall. Das ist dann weg. Hühner sind drin, sind in ihrem Stall. Ja, Käfig. Ja, was macht sie dann? Eigentlich von alleine. Und ist optimal gelöst. Ich will, dass da ein zweites drin ist, und das sehen wir hoffentlich auch noch. Auch noch heute. Block. Hier oben drüber mache ich jetzt nichts, aber an der Seite kann man noch dorthin packen. Das muss hin. So. Ja, mache ich jetzt Glas vor. 1, 2. Das und ich glaube, ich habe dann alles. Das kann weg, das kann weg, das kann weg. Weg, weg, weg. Ja, die kommen in den Rucksack. Das kommt her. Ah, ne, das bleibt auch noch. Und das. Ich würde sagen, warte mal. Aber ich nehme mal kurz weg. Zack. Wer weiß wohin damit. Das ist auch geklärt. Wie die da stehen. Kann das daran liegen an dem Block? Könnte möglich sein, ne? Und ich hätte das Ding ein höher sitzen sollen. Ist egal. Wieder schön alles abgeriegelt. Ja, wenn das jetzt, wenn die jetzt größer werden, ja, ich hätte einen darüber sitzen sollen. Ich hoffe mal, das klappt mit dem ganzen Zeug. So, jetzt bauen wir mal einen Baubeutel, Baubeutel. Baubeutel, Baubeutel. Jetzt müssen wir ein bisschen was loswerden. Ich würde wegschmeißen. Das. Das.
ist auf jeden Fall weg eigentlich. Die Chance kann weg. Die behalte ich mal. Die weg, die weg. Die weg, ja, kann weg. Jetzt holen wir uns noch Bauerbeutel wieder. So, Filter nehme ich mal mit. Ist ja schon ein zweites. Ist noch kein zweites drinne. So, was haben wir jetzt auf dem Plan? Baumzucht. Holzfabrik. Kriegen wir noch hin. Schauen wir mal, wie allgemein noch das mit der Holzproduktion so aussieht. Ich glaube mal sehr stark, dass Oakwood 5000, 17000 sehr viel Interesse hat. Das ist eigentlich ganz gut. Frage ist, sollen wir irgendwie noch Zeug reinpacken, Fertilizer-mäßig? Ich guck mal, ob ich Baummehl reinpacken kann. Denn Baummehlknochen haben wir immer bei uns. 35000, ja. Ich frage mich, schmeiße ich die eigentlich weg? Da filtert die ja sogar rein. Ich weiß es gar nicht. Wenn ja, wäre es ja eigentlich ganz gut. 2, 3, 4. Ja, funktioniert auf jeden Fall. Scheint ganz gut zu laufen, ja. Machen wir mal so einen kurzen Produktionslauf hier mit. Jetzt. Oh gut, kriegt jetzt auch noch was. Könnte man eigentlich sagen, okay, man macht stimmt. Ich weiß, woran das liegt. Das sind keine Apple Oaks. Die muss ich noch suchen. Die suche ich auf jeden Fall heute Nacht noch. Das sind ja nur normale Oaks. Ja, und hier kann nur noch Spruce dann rein. Das heißt, wenn ich jetzt hier packen einfach mal voll. Ich mag das. Wir müssen das Zeug irgendwo rausfiltern. So. Der Junge ist schnell unterwegs mit dem Zeug. Und wir müssen das Zeug rausfiltern. Aber dann braucht er Strom. Ja, bekommt er ja, stimmt. Strom bekommt er von unten. Was machen wir damit? Wir können das anreichern. Wir können Dwei machen. Das heißt, die Erde können wir trocken. Trocken. Wir können das nochmal vergessen, dass es Alkali wird. Alkali. Wir können Powder machen. Keine Ahnung. Papier können wir herstellen, wir können Kartons herstellen. Wir können Briefmarken bzw. Briefe herstellen, die leer sind, sonst können wir nichts machen. Es ist keine Brennzeit, es hat nichts. Was wir machen können, ist Deep Storage anlegen. Dafür. Das glaube ich auch die beste Option wäre. Deep Storage Filter. Paper. Ich habe erstmal kein Papier, das ist echt blöd. Erstmal Papier ein bisschen herstellen. So. Schmeißt es dann erstmal weg, ne? Und dann jetzt noch ein paar Filter. Habe ich noch Hopper? Ja, habe ich Chest denn noch genug? Wollen wir noch ein paar Hopper? Hopper. Dann mal extra 64 Hopper, damit ich 64 Filter bauen kann. Filter. Danke sehr. Einen brauche ich. Und eine Deep Storage. Wenn ich mich kenne, möchte ich auch noch einen Frame haben. Dankeschön, Spiel. Dann filtern wir die Dinge einfach ein und hier hinten macht sie es eigentlich ganz gut. So. Obwohl. Mitkommen. Zack. Ah, ich hasse das Game. Das. Ja, okay, war jetzt nicht geplant. Insert. Extract.
Aber es ist nicht geplant, so zu spielen. Einen brauche ich noch. Denn ich will ja sicher gehen, dass auf jeden Fall in dem Filter bzw. in dem Ding nur das landet. Weil es kann ja passieren, dass irgendwas da anders rauskommt. Ist eher unwahrscheinlich. Aber sicher ist sicher. Turpentin. Ich hatte irgendwas mit Turpentin geplant. Turpentin. Was war das denn nochmal? Wood Polish. Genau. Denn Wood Polish brauchten wir für die andere Maschine. Genau, genau, genau. Bienenwachs in Wood Polish umwandeln war ja der Plan. Kommen wir aber auch noch später zu dem Zeppling. Kannst du dich bitte nicht. Kannst du dich bitte benehmen? Ey. Sperr mich hier nicht ein, box das. Na gut, dass die laufen hier. Vielleicht brauche ich doch noch eine Bienen, beziehungsweise noch eine Sorte zu. Vielleicht so Zitronenbäume sind ganz nett. Schauen wir nochmal hier nach, ob irgendwas sich getan hat. Da auf jeden Fall nicht. Nee. Leider auch nicht. Schade. Ja, hier kommen dann später noch ein paar Bäume hin. Auf jeden Fall von den neueren. Wenn ich da noch was habe. Dann sehen wir auf jeden Fall ein bisschen besser aus. So, noch was auf dem Plan? Oder? Nee, erstmal nicht. Deswegen würde ich sagen, wenn es euch wieder gefallen hat, es war heute ein bisschen wieder eine lange Session. Wir haben sehr viel mit IC2 gemacht. Also mit Industrialkraft 2. Wir haben uns an den Chicken Tower rangewagt und ja, beim nächsten Mal, wenn wir dann weiter sind, vielleicht machen wir dann die Solar Distillator oder vielleicht kommen die Bäume, wenn ich mir jetzt ein paar Bäume finde, beziehungsweise ein paar Settlinge dazu, Setzlinge, dass wir damit arbeiten können. Ja, und dann hoffe ich mal, dass auch ein weiteres Chicken Sandwich in unserer Kiste vorhanden ist. Würde ich auf jeden Fall sehr feiern. Leider noch keins bei, weil die kleinen Viecher noch nicht erwachsen sind. Aber das wäre sehr, sehr optimal, dass das klappen würde. Ich schaue jetzt mal hier, ob alles okay ist. Alles wunderbar, hier läuft es prima. Lassen wir mal so. Ja, der weiß auch noch nicht, wo vorne und hinten ist. Ja, da lassen wir es drin. Und schaue ich mir beim nächsten Mal alles gründlich weiter von neu an. Wir gucken, was wir noch schaffen beim nächsten Mal. Planänderung. Wir können den Hühnerstall abstreichen. Das werde ich dann auf jeden Fall ändern, dass das rauskommt. Und dann gucken wir mal. Villager-Flavors anlegen, Windpark. Oder wir gehen an die Biogasanlage, die wir dann mit der Holzfabrik kombinieren. Ja. Und dann auch sozusagen die Bahnstrecke abarbeiten können. Bahnstrecke würde ich dann. Ja, Bahnstrecke haben wir dann ab. Die Holzfabrik und die Villager Biogasanlage, würde ich sagen. Also da muss ich gucken. Aber ich würde eher auf die Biogasanlage gucken. Was ich heute nicht eingehalten habe, war die Baumzucht. Aber um jetzt mal was an die Baumzucht anzugehen, schauen wir mal eben hier. Ja, Pollen kommen auf jeden Fall rein. Man sieht es auch. Ja, da kommen noch einige. Pullbein, Pullbein. Muss ich mal ein bisschen so sortieren, dass es auf jeden Fall da ist. Da kombiniere ich mir was Schönes raus. Ich weiß noch nicht, was so kommt, was so schöne Holzsorten sind. Ja, hier sind so ein paar, die ich analysieren muss. Was ist da eigentlich drin? Was hier? Sitzling ist da drin. Das können wir beim nächsten Mal auch machen. Das machen wir hier in dieser Station. Dann lesen wir uns die Bäume aus. Da gibt es so einen Analyser. Der ist eigentlich ganz nett. Da brauchen wir, glaube ich, Honigdrops oder so. Ich glaube, der ist das. Ne, der nicht. Der. Nur der. Einmal für die Trees. Einmal für die Bienen. Kommen die Trees rein. Dann analysiert man den ganzen Quatsch. Und auf den Mod will ich auch noch das Agri-Craft mit den Seeds analysieren. Mit den Seeds ein bisschen was machen. Farmcraft. Botania und
Witchery. Und dann vielleicht noch später einen Twilight. Da ich alleine bin, funktioniert das eigentlich ganz gut. Dann starten wir da rein. Deep Dark. Auf jeden Fall. Da gibt es ja einiges. Wenn man da ein bisschen. Deep Dark Bock. Kriegen wir schnell hin. Unstable Ingots oder Instable Ingots haben wir auf jeden Fall. Ist gar kein Problem für die ganze Sache. Deswegen würde ich sagen, wenn es euch gefallen, lasst wieder eine Bewertung da. Nach der Session auf jeden Fall. Und bis dahin, euer FlashLP und tschüss.